Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Let's Map Video. Heute ist der dritte Tag, an dem ich an meiner Waldseekarte arbeite. Und ich habe viel geschafft, auch wenn man so von außen vielleicht gar nicht so sehen kann, wie viel ich geschafft habe. Die dramatischsten Änderungen gab es natürlich am ersten Tag. Ja, ich habe zwar nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber das war sowieso viel zu viel. Und ich habe eigentlich viel mehr geschafft, als ich letztlich erwartet habe. Und das finde ich super cool. Was ihr hier gleich sehen könnt, mal gucken, ob ich das euch deutlich genug zeigen kann hier, ist der tote Baum, beziehungsweise die zwei. Der eine steht schief. Ihr hattet euch tote Bäume gewünscht. Und auch schiefstehende Bäume, und habe ich gesagt, naja, ein lebendiger Baum, der versucht dann ja wieder gerade auszuwachsen. Der wird dann krumm, das kann ich nicht machen. Aber ja, einen toten schiefen Baum kann ich machen. Und ich habe jetzt erstmal hier nur diese beiden. Und ja, da habe ich so ein bisschen an den Texturen gearbeitet und dann ging das. Man müsste die ganz normal fällen können. Also, die stören nicht. Die haben bisher nur noch ein Problem. Na, jetzt bin ich auch zu meinem Trecker gelaufen. Ich muss mal ein bisschen weiter weg. Also, die sind noch nicht ganz fertig. Wartet kurz ab. Gleich müsste sich das verwandeln. Na, dauert ziemlich lange, bis es sich verwandelt. Na komm. Jetzt komme ich schon gleich in den nächsten Wald rein. Behaltet die mal im Auge. Na toll. So weit weg. Eben hatte ich den... jetzt geht's los. Eben hatte ich den Erfolg beim Treckerfahren ziemlich deutlich. Jetzt sieht man plötzlich einen begrünten Baum. Das ist, weil diese Entfernungsanzeigen, die habe ich noch nicht geändert. Aber das mache ich noch. Zumindest, wenn euch das mit dem... toten Baum prinzipiell gefällt. Und ihr könnt mir auch schreiben, wo ihr gerne tote Bäume hättet, wie viele und so. Also sehr viele mache ich nicht. Ich möchte eigentlich auch keine Region machen, wo alles voll ist mit toten Bäumen. Aber ich kann die durchaus vereinzelt an einigen Stellen hinpacken. Ja, so als gezieltes Realismus-Element oder so. Schreibt mir mal, was ihr von den toten Bäumen haltet. Gut, jetzt fahren wir hier nochmal weiter. So, machen wir einfach mal die übliche Rundtour sozusagen. Und schaut mal, naja, das machen wir gemeinsam. Aber erstmal hier habe ich so ein bisschen so eine Blumenwiese gemacht. Und hier dekorierter Wald. Ich fahre noch ein Stück weiter und dann zeige ich euch noch was anderes, was ich gemacht habe. Und was eigentlich fast am meisten Arbeit gemacht hat. Naja, nicht ganz, aber gestern habe ich es nicht geschafft, obwohl es eigentlich für gestern auf dem Plan stand. Hier der Wald ist jetzt praktisch mit Wiese und Blümchen und Büschen drin, weil ich dachte mir so in Seenähe, da ist der Wald auch lichter, da kann man dann eher mal einen Wiesenwald machen. Und hier der Wald ist ohne Wiese. Und das habe ich jetzt praktisch mehr oder weniger auf der ganzen Karte durchgezogen. Diese Blümchen, Büsche und hast du nicht gesehen, was da alles halt noch so dazugehört. Und ja, da bin ich sehr froh, dass das schon mal geschafft ist. Ich hatte kaum zu hoffen gewagt, dass ich das überall schaffe. Aber ist gut gelaufen. So, und jetzt zeige ich euch noch das andere. Und zwar, wenn man hier ins Menü gibt. Erstens mal sind diese hässlichen gelben Dinger weg. Dazu musste ich erst alles, Gras und Blümchen und wo nichts war, erstmal weglöschen. Vor allem die Stellen, wo nichts war, musste ich erst nochmal Gras drüber machen, damit ich
sehe, wo das ist, weil sonst hätte ich gar nicht sehen. Da, wo nichts war, da waren diese gelben Flecken. Das war irgendwie unsichtbarer Weizen und den konnte ich, habe ich nicht geschafft, sichtbar zu machen. Und ich wusste aber, das ist da, wo vorher Felder waren und wo eben kein Gras wuchs. Und dann habe ich dort überall Gras hingemalt. Dann wusste ich schon, da ist es sozusagen jetzt weg. Durch das Gras habe ich das Gelbe gelöscht. Und dann musste ich es aber auch noch überall wegmachen, weil ich wollte ja nicht auf der ganzen Karte Gras haben. Ja, und das ist das, was ich gestern nicht geschafft habe, aber heute ist die kaufbaren Felder. Die habe ich jetzt geschafft. Da, wo richtige Felder sind, die haben Nummern, die anderen leider nicht. Um hier überall auch Nummern hinmachen zu können, müsste ich sozusagen unter jedem Feld ein Fake-Feld machen, das irgendwie unter der Map ist, ganz klein, und dann würden auch lauter Fake-Aufträge hochpoppen. Habt ihr vielleicht schon mal in der Niemandsland gesehen? Da gibt es Aufträge, wo man irgendwie 3 € verdienen kann, und dann kann man die aber nicht ausführen. Und ich dachte, weil man ja wegen dieser 3 Felder Aufträge haben will, mache ich das nicht. Also diese Felder hier haben alle keine Nummern. Aber ich meine, man sieht's ja. Ja, und man kann das jetzt hier alles kaufen. So. Ah, und die Preise, die schwanken natürlich je nach Größe. Sieh, hier ist so ein klitzekleines, das kann man für 18.000 kaufen. Und hier das für 28.000, da ist noch ein kleines. Das ist so für die Einsteiger. Hier ist, ich habe versucht, möglichst bei jedem Hof in der Nähe wenigstens ein mehr oder weniger kleines zu machen. Und die Felder hier am Hang, wo es steil ist, die habe ich günstiger gemacht pro Quadratmeter. Deutlich günstiger. Darum kostet das nur 192. Und dieses hier, was ja deutlich kleiner ist, kostet sogar ein bisschen mehr. Das ist aber in der Ebene. Jo. Das ist er erstaunlich viel Arbeit, dieses Felderkaufdingens. Und man kann hier auch die Mitte vom See kaufen, da ist dann die Insel dabei. Ja, und hier mal gucken. Na, momentan gibt es nur einen Düngeauftrag. Vorhin war ich hier mal drauf, da gab es gleich 3 Aufträge. Also das mit den Aufträgen funktioniert. Und der Transportauftrag zum Hafen, das muss ich noch wegmachen, weil wir ja keinen Hafen haben. Aber wenn ich mal Verkaufsstationen hingemacht habe, dann werde ich auch ein paar Transportmissionen definieren. So, was auch geklappt hat, ist, die Brücke ist nicht nur breiter geworden, sondern die hat jetzt auch Stelzenbeine gekriegt. Ja, und ich denke mal, da kommt man auch mit so einem großen Forstfahrzeug rum. Ja, und da muss ich noch mal Gras wegmachen. Um die Fluss- und Seedeko, da muss ich mich noch drum kümmern. Das ist noch nicht fertig. Und hier ist es auch noch ein bisschen steil. Aber immerhin habe ich hier diesen hässlichen Hubbel weggemacht. Hier haben wir jetzt auch diesen bunten Blümchenwald. Und ihr hattet mir geschrieben, ihr findet, also nicht alle haben das geschrieben, einer hat geschrieben, dass die Wege zu breit sind. Und also in echten Wäldern, wo Forstarbeit gemacht wird, sind die Wege ziemlich breit, weil man da ja auch mit einem großen Forstgerät durchfahren muss. Also wir fahren hier immer mit so einem kleinen Trecker durch, aber die Forstfahrzeuge sind ja viel größer und breiter. Da haben wir manchmal einen Riesenhänger hinten dran und darum sind hier schon ordentliche Wegschneisen. Ja, habe ich dann extra nochmal geguckt, wie das so üblich ist.
Ich meine, gut, hier, das ist ja hier schon fast eine kleine Lichtung. Das kommt an einigen Stellen vor. Aber ich finde das auch ganz schön, wenn nicht alles so dicht vollgewaldet ist. Also so die eine oder andere kleine Lichtungsstelle sollte es schon geben, finde ich. So. Und ihr hattet euch eine Brücke auf die Insel gewünscht. Da muss ich dann noch mal so einen Trampelpfad hinmachen. Das habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. Aber das kommt noch. So. Da kann man dann, wenn man will, auch mit dem Trecker hinfahren. Und wahrscheinlich mache ich hier das noch ein bisschen ebener und ja, die Büsche verschiebe ich sozusagen. Ja, also einige Sachen dauern länger als gehofft oder kommen noch dazu, wie üblich. Das mit diesen gelben Feldern auf der Map zum Beispiel. Ah, und ich habe hier schon sehr viele Bäume in den Boden gezogen. Aber hier schwebt, glaube ich, noch einer. Den muss ich. Oh, da schweben noch einige. Die muss ich dann nochmal runterziehen. So, da schwebt auch noch. Oi, 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 oi. Ja, da werde ich wohl mal hier so durchfahren müssen. Und weil so sieht man das viel besser, wenn die schweben. Im Giants Editor sieht man das nicht so gut. Also hier, diese Gruppe da hatte ich sorgfältig in der Arbeit und habe nicht gesehen, dass da immer noch mindestens drei Bäume schweben. Aber es schweben schon sehr viel weniger als vorher. So, hier ist auch die Brücke. Jo, gibt noch sehr viel zu tun, aber ja, momentan fühle ich mich recht zuversichtlich. Ich denke mal, auf jeden Fall werde ich irgendwas Spielbares hinkriegen am Montag. Mit den Details, inwieweit ich da noch die Berge austeilen kann und so, das werden wir dann noch sehen. Für morgen habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mal wenigstens eine Holzverkaufsstation hierhin mache. Also das Sägewerk. Das wird, glaube ich, sowieso kein richtiges Sägewerk, sondern das wird halt hier so die einheimische Holzverkaufsstation eher. Und die will ich hinmachen, damit man hier schon mal testweise Bäume fällen und verkaufen kann. Dann haben wir hier schon mal Funktionalität in der Karte. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.